Ich werde elendig verhungern. Kein Essen! Nichts! Bald was Essbares mit einer Cola Bier, ey. Aber du hast doch erst üppig gefrühstückt. Üppig? Aber das waren auch nur zwei Croissants mit getrüffelter Gänseleberpastete, eine Schokopizza mit Marshmallows, ein Koberin-Fleischsalat mit Kürbiskanülen und Pastinaken, ein rohes Stubenküken, zwei kleine Rootbeer-Sorbets, ein grüner Pfand, ein Raider, ein Mangolassi. Für einen richtigen Mann ist das praktisch nix. Da ist immer noch alles leer. Wieso warst du nicht einkaufen? Wir sind pleite. Wir haben keinen müden Cent mehr. Unsere Eltern rücken außer für unsere Delfintherapie nichts mehr raus. Verdammt! Ein Wunder! Ach, das ist nur ein Token aus unserer Lieblingsspielhalle in Coney Island. Wer den Token nicht ehrt, ist den Euro nicht wert. Du schaffst mit Ach und Krach 3333. Außerdem frisst du schon genug Pillen. Davon wären wir nicht satt. Wir brauchen einen Job. Und wo sollen wir bei der derzeitigen Wirtschaftslage bitte einen Job finden? Wir könnten noch Politiker werden. Die braucht man immer. Die Outfits, die ich uns besorgt habe, stehen uns wirklich gut. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Lieder, einen tollen Namen, dann eine Star-Politiker. Aber... Ich glaube, da gab es in Schweden schon Politiker, die so hießen. Wir brauchen einen neuen Namen, sonst kommen wir nie in den Bundestag. Kevin, Politiker machen keine Musik. Levke, bemühe dich doch mal. Kevin, Politiker machen keine Musik ist doch ein Scheißname. Wir brauchen was Fetziges. Sie will damit nur sagen, dass ihr keine Politiker seid, sondern Musiker. Levke, kannst du denn gar nichts richtig machen? Stell dir vor, wir wären in diesem Aufzug in den Bundestag gegangen. Das war doch nicht meine Idee. Stopp! Wer hat denn gesagt, dass wir Politiker werden sollen? Wir könnten auch Politiker werden. Die braucht man immer. Ich glaube, jetzt wäre eine Entschuldigung fällig.
Es tut mir leid, aber... Entschuldigung akzeptiert. Jeder macht mal Fehler. Was machen Politiker denn eigentlich, wenn sie nicht musizieren? Sie leiten die Geschicke unseres Landes. Das ist doch wahnsinnig kompliziert und todlangweilig. Da verdienen wir unser Geld lieber anders. Und wie? Wir könnten doch Pensionswirte, Schnüffler, Meerologisten, Künstler oder Weltraumforscher werden. Es gibt ja so viele wunderbare Berufe auf der Welt. Irgendwie kommt mir das alles bekannt vor. Kann das sein, dass wir diese Jobs in unserem früheren Leben schon mal gemacht haben? Natürlich, aber nicht im früheren Leben, sondern in diesem Leben. Das nennt sich Déjà-vu. Und warum in aller Herrgottsnamen haben wir damit aufgehört? Durch dumme Verstrickungen von Zufällen. Stricken? Waren wir auch Schneider? Schneider? Romy Schneider? Die waren wir nie. Wie kommst du denn jetzt wieder auf so einen Blödsinn? Ich dachte... Damit sollst du aufhören. Es ist noch nie was dabei herausgekommen, wenn eine Frau gedacht hat. Und was ist mit Marie Curie? Wenn die so klug gewesen wäre, würde sie noch leben. Außerdem bist du Lefke und nicht Marie Curie. Wir müssen uns aufs Wesentliche konzentrieren und Geld verdienen. Und das sollen wir mit Jobs erreichen, bei denen wir schon vollkommen versagt haben? Gerade mit denen. Jetzt wissen wir ja, was wir falsch gemacht haben. Wir haben alles falsch gemacht. Deswegen müssen wir auch alles anders machen. Wir müssen uns mehr bemühen. Wir müssen so sein wie die anderen, die Geld haben. Wenn man nur mit einem Fingerschnips Geld verdienen könnte, wie wir uns das bisher vorgestellt haben, wären alle reich. Pinocchio, Meister da. Pinocchio, ich kann zaubern. Dann können wir endlich nach Paris fliegen. Ich buche uns sofort einen Flug. Wir buchen gar nichts. Ich zauber uns einfach Flugkräfte. So, jetzt können wir fliegen. Und dann hierher gebracht worden. Und Sie sind Gott? Halbgott. Sie sind in der Charité. Wenn Sie allerdings nicht so ungemein wohlhabend wären, dann hätten wir niemals die teuren Gerätschaften nutzen können, mit denen wir Sie wiederbelebt und aufgepäppelt haben. Sie brauchen nur noch eine Spritze. Und dann können Sie uns verlassen und Ihr Vermögen verprassen. Mein Glückwunsch.